herzlich willkommen zum zweiten Teil von Bioshock. Als Vorbereitung zu meinem kommenden Let's Play Bioshock Infinite, was heute erschienen ist, werde ich natürlich den Vorgänger erstmal spielen, damit wir chronologisch korrekt sind. Und ja, ich hoffe, das ist auch in eurem Interesse. Ich weiß nicht genau, wie lange wir brauchen werden. Wir werden es aber unter selben Voraussetzungen beginnen, wie schon den Vorgänger. Erstens, wir werden es blind spielen, was ja im ersten Teil nicht ganz gegeben war, da ich es ja bis zu einem Teil schon gespielt hatte. Aber eben schon einige Zeit her. Den zweiten Teil, den werden wir komplett blind spielen. Und ja, eingestellt haben wir schon alles. Soundmäßig sollte alles super laufen. Ich hoffe, ihr habt Spaß jetzt mit dem Intro. Und ja, danach hören wir uns wieder. Daddy, das bist du. Komm, wir gehen spielen, Daddy. Noch mehr Engel, Daddy. Komm mit. Sehr schön. Er ist jetzt keine Gefahr mehr. Dies ist nicht deine Tochter. Verstehst du, was ich sage? Ihr Name ist Eleanor. Und sie gehört mir. Und jetzt knie nieder, bitte. Gentlemen, nehmen Sie ihm den Helm ab. Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf. Feuer.
Wer bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Mein Name ist sind wir nun? 10 Jahre später. Wir sind offensichtlich ein Big Daddy. Aber wir haben uns doch erschossen. Was ist denn hier los? Warum? Was ist hier passiert? Wer den ersten Teil kennt oder das Let's Play bei mir gesehen hat, der weiß, dass wir hier schon mal entkommen sind aus dieser Stadt. Und jetzt sind wir also wieder hier in der Stadt unter Wasser. Rapture. Und ich finde eine sehr schöne Stadt wieder mal. Schaut mal, sogar Regen. Also hier Wasser tropft mir auf den Helm und läuft dann herunter. Ich nehme mal stark an, wir sind immer noch auf der Suche nach Eleanor, unsere vermeintliche Tochter oder vielmehr Little Sister, die wir beschützen sollten. Aber es ist uns leider nicht gelungen. Wir wurden überrascht und gegen unseren Willen haben wir uns dann offensichtlich erschossen. Mehr weiß man zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ah, schaut mal! Hä? Hat er sich das jetzt nur eingebildet? Schauen wir uns mal ganz kurz hier um. Wir sind ja immerhin ziemlich verwirrt. Wir wissen gar nicht, was wir jetzt überhaupt sollen. Tennenbaum, auch ein wichtiger Charakter im ersten Teil, spielt wohl wieder eine größere Rolle hier. Wohl immer noch als Freund. Machen wir hier den Scheiß weg. Irgendwas. Sie erinnert ein bisschen an Korallen. Irgendeine Art Gewächs oder. Ich kann es nicht deuten. Wirklich. Gut. Ich hoffe, ich habe die Helligkeit gut eingestellt. Dazu könnt ihr mir ja mal Feedback da lassen nach dem ersten Part. Das wäre mir sehr schön. Würde mich sehr drüber freuen. Damit man das Spiel hier ansprechend präsentieren können, wollte ich sagen. Was war denn das für eine? Die war ganz schön gelenkig, ne? Schaut mal, wir werfen sogar einen Schatten. Finde ich sehr hübsch. Wir sind einer von diesen Big Daddies, die ich im ersten Teil gehasst habe, die wild auf einen zustürmen und einen dann totbohren. Okay. Aber wir scheinen wohl nicht so träge zu sein, wie wir uns das eben denken als Big Daddy. Also bis hierher habe ich übrigens kurz getestet. Mehr weiß ich davon selber noch gar nicht. Ihr lebt quasi mit mir zusammen. Dosenfleisch brauchen wir im Moment eigentlich noch gar nicht. Aber es hört sich lustig an, wie das ist. Hört mal. Achso, das Bohrertreibstoff. Das braucht wohl Benzin hier, mein Teil. Mein Teil, wisst ihr? Was? Verstehst du? Das gehört. Oh Gott. Oh, da haben wir wieder eins von diesen Tagebüchern, die auch schon im ersten Teil sehr wichtig für uns waren. Lektion 1, ihr Superklempner. Ihr befindet euch jetzt unter dem Meer. Wenn ihr das sanfte Pochen von Wassertropfen auf eurem Helm hört, seid ihr schon gefeuert. Lektion 2, ihr könnt tote Generatoren mit einem direkten Funken starten, aber bitte erst die Gäste aus dem Pool scheuchen. Die Herren Geldsäcke erschrecken sich
wenn sie Arbeiter sehen, die Blitze schleudern. Kapiert? Okay. Okay, wo haben wir denn diesen Blastmeat? Automaten? Ein Gatherer's Garden? So wurde er ja genannt, zumindest. Als ich Bioshock 1 gespielt habe. Vielleicht hier drin? Ah ne, die Tür geht nicht auf. Ah, komm schon! Jetzt will ich aber! Na gut, geht ganz sicher nicht auf. Natürlich gibt es auch, wie schon in Bioshock 1, in Bioshock 2 keine Sprint-Taste. Okay. Wer ist da, Mann? Ich bin Big Daddy. Oh. Komm her, du! Tja. Damit hast du nicht gerechnet, oder, mein Freund? Wollen wir erstmal nach rechts gehen? Weiß gar nicht, ob das geht. Code eingeben, den wissen wir noch gar nicht. Und hacken können wir auch noch nicht. Ach, schaut mal. 1540. Und 0. Ah, herrlich. Oh. Es geht wieder daran, viel Geld und sowas einzusammeln. So, was haben wir denn hier? Mein Mann ist ein totaler Idiot. Wirft sein ganzes Geld für Gentonica raus, um nur ja körperlich fit auszusehen. Das ist dann seine Ausrede, wieso er den ganzen Tag auf seinem Intern sitzt und Hörspiele im Radio anhört. Steven, sag ich immer, wenn du fit werden willst, geh ein paar Runden mit mir schwimmen, auf die altmodische Art. Es ist dein Geist, der verkümmert. Vielleicht schmuggle ich ihm in Zukunft ein paar Brain Booster unter seine tägliche Dosis. Okay. Elektrobolt elektrifiziert ihr Leben. Plasmid-Werbung. Oh ja. Ah, guck mal an, die E-Spritze. Das geht ja schon wieder gut los. Oh, kann man zumindest eine schöne Delle reindrücken, ne? Kann man das umschmeißen? Oh ja. Ah, cool. Ah, sieht schon nicht schlecht aus, oder? Für sein betagtes Alter, das gute alte Bioshock. Hat sich ja nochmal im Vergleich zum ersten Teil ein wenig gesteigert. Das unterstützt jetzt auch DirectX 10. Und ich glaube, das hat die größten Unterschiede sieht man dann wohl in der Beleuchtung und im Wasser, beziehungsweise Effekte. Und diese Spiegelung hier könnte ich mir gut vorstellen, aber wissen tue ich es nicht. Ist nur Spekulation. Oh, ich bin voll. Oh, mein Benzintank ist voll. Ist ja cool. Haben wir hier noch irgendwas für uns? Einheit und Metamorphose. Also Metamorphose. Ich glaube, Schleichen ist hier nicht mehr angesagt als Big Daddy, ne? Wir sehen ja schon. Oh! Vater! Okay. Okay, dann Elektrobolt. Scheiße, Mann! Das heißt, unsere Eleanor gibt's noch oder war das jetzt bloß so ein Druckbild, also Einbildung oder irgendwie sowas dergleichen oder will uns irgendwas beeinflussen? Oh, scheiße, wir müssen gleich hinterher, aber ich werde mich trotzdem noch hier umschauen. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir die eh nicht jetzt erreichen können so schnell.
Wie wechsle ich denn zwischen den Plasmiden und her? Also im Moment habe ich ja nur eins, das ist mir schon klar, aber... Wir können ja, ihr seht ja, die große Neuerung mit der Bioshock, die große Verbesserung eigentlich, ist auch, dass man jetzt Plasmid und Waffen gleichzeitig benutzen kann. Das heißt, ich muss nicht hin und her switchen, wie es beim ersten Teil der Fall war. Und schaut mal hier. Das Wasser... Ah, komm schon. Das wirft dir jetzt richtig so ein bisschen... Ich kann es verdrängen, richtig? Das war, glaube ich, im ersten Teil auch noch nicht so der Fall. Okay. Werbung für Tonikum. Slim down. Heißt das hier, kann man das abnehmen damit, oder? Hm, könnte sein. So, was haben wir hier? Oh! Hä? Hast du das gehört? Oder war ich das? Ach, guck mal, aber rauchen können wir noch. Ich mach diesen Lärm. Oh Gott, da muss ich mich dran gewöhnen, glaube ich. Bin jetzt ein lauter Zeitgenosse, nicht so wie im ersten Teil. Habe ich ja schon gesagt, dass wir Schleichen wahrscheinlich vergessen können. Eve-Spender. Oh, cool. Oh, cool. Hätte ich fast übersehen. Gibt es wohl jetzt neue Eve-Spender oder sowas? So, Elektrobolt. Müssen wir denn jetzt hin? Oh! Können wir uns doch entschleichen, versuchen wir es mal. Ich denke, das werde ich eines Tages noch gebrauchen können. Ah, die sieht mich doch, die Schlampe, oder? Komm her, du! Was war das? Raus aus meinem Haus. Fischwasser? Hör auf damit! Du schlägst mich nicht, Mann! Schlampe. Aber die sieht ja noch fast normal aus. Schaut mal. Naja, gut, ich nehme alles zurück. Wow. Erinnert mich auch gerade wieder an Wrong Turn. So ein bisschen deformiert sehen die aus. Okay. Das zieht noch gar kein Eve ab, oder? Schaut mal, wir haben noch volles Eve. Ein Signal. Hör zu, mein Name ist Tannenbaum. Ich habe gesehen, wie du das Licht eingeschaltet hast. Und ich weiß, wer du bist. Bitte komm zu mir in die Bahnstation. Ich brauche deine Hilfe. Dringend. Okay. Aber ich hatte ja vorhin am Anfang gesagt, wir spielen das unter selben Voraussetzungen wie den ersten Teil. Ihr habt es ja gesehen, ich habe schwer ausgewählt. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel, der zweite Teil, irgendeiner Form schwerer ist wie der erste Teil, weil der erste Teil hatte ja den Ruf, auf den leichteren Schwierigkeitsgraden wohl zu einfach zu sein. In dem Fall werden wir natürlich das hier auch auf schwer spielen, ist doch gar keine Frage. Werbung für was? Calcio Milchersatz. Hm, okay. Kaschmir Restaurant. Da waren wir auch schon mal gewesen. Oh. Dichtest du hier das Leck ab oder was? Ach, das ist ja nett von dir, Kumpel. Danke. Die reparieren hier noch. Das ist ja nett. Die Frage ist, was stimmt denn mit uns nicht? Warum, dass wir hier aus dieser Reihe tanzen? Oder sind wir nur ein gewöhnlicher Big Daddy auf der Suche nach seiner Little Sister? Hm. Gute Frage, ne? An meine Tochter Eleanor. Aufnahme. Bald wirst du geboren. Und Rapture wird deine Heimat sein. Du wirst erzogen werden wie ich selbst. Dazu das Wohl deiner Mitmenschen über dein eigenes zu stellen. In dieser Stadt gilt dies als Ketzerei. Als abnorme Abweichung von natürlichem Eigennutz. Deine Kindheit hier wird schwierig. Aber der Preis für Revolutionen ist immer hoch, Eleanor. Wenn wir nur Geduld haben, wird Rapture zu uns kommen. Okay. Oh, das ist ja nett. $5 investiert und 7 wiederbekommen.
und Aspirin. Für was auch immer wir das noch benutzen können. Wahrscheinlich können wir später auch wieder basteln. Wie im ersten Teil. An solchen speziellen Automaten. Oh! Welche Schlampe! Auf damit! Oh, bam, Mann! Hä? War da noch einer? Ruhe hier, Mann! Oh, oh, oh. Okay. Ich habe seit Wochen kein Adam mehr gehabt. Oh, die stehen ja günstig. Legt euch mal hin, Kumpel. Hier spricht Dr. Sophia Lammer. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran, ihr seid nicht allein. Seht in mir nicht eine Herrscherin, sondern die Mutter der Familie Raptures. Okay. Ich finde den Sound schon wieder sehr fesselnd, muss ich sagen. Fällt mir sehr gut. Abfackeln hat man auch das passend mit im ersten Teil. Reise zur Oberfläche. Werbung für Ryan Amusements. Okay. Ganz sachte. Limp is watching. Lamp is watching. Hier haben wir noch ein Tagebuch. Ich bin wieder ein Rapture. Nach so vielen Jahren. Die Kleinen, die ich gerettet habe, sind erwachsen und denken nicht mehr an mich. Aber nach allem, was ich ihnen angetan hatte, war es eine Freude, vergessen zu werden. Doch jetzt verschwinden Kinder überall an den Meeresküsten der Welt. Sie werden entführt. Und so kehre ich zurück, aus Angst vor dem, was ich schon weiß. Irgendwer erschafft neue Little Sisters und führt meine Arbeit, meine Sünden fort. Und wenn es mich das Leben kostet, ich muss das unterbinden. Ach, das bedeutet, das ist der Grund, warum wir wieder hier sind. Oder warum der Big Daddy hier ist. Also noch weiß er es wahrscheinlich noch nicht. Noch weiß er es wahrscheinlich noch nicht. Noch weiß er es wahrscheinlich nicht, aber wir wissen es natürlich schon, dass wir wahrscheinlich deswegen hier sind. Hm. Ich habe ja diese Passagen nicht gemocht, als ich die Little Sister begleiten musste, weil die ja so ein bisschen leichtfertig verloren hatte dann. Aber so ein bisschen vermisse ich sie schon, muss ich sagen. Was haben wir denn hier? Eine Nietenpistole? Noah und für die Familie! Ah, cool. Gefällt mir. Kann man jetzt bestimmt umswitchen? Genau. Ah, cool. Eine neue Waffe. Gefällt mir sehr gut. Haben im ersten Teil leider nur die Begegnung gemacht auf gegnerischer Seite. Jetzt haben wir so ein Ding selber mal in der Hand. Dandy Dental hat für alles ein Heilmittel. Und das ist eine Blasby Quick Werbung. Keine Ahnung, was das soll. When you live begins to track. When life begins to track. Flip the switch, enjoy Blasby Quick. Was auch immer, ne? Werbung für Vita Start Verbandskästen. Ja, die werden uns noch wichtig werden. Supplies haben wir leider nichts drin. Vorräte. Ah, wir können aber langsam mal zuschlagen nur mit dem Ding. Das heißt, wir müssen schon abwägen, ob wir lieber in den Nahkampf gehen oder hier eine Hommage an den ersten Teil. Da war ja das unsere Hauptwaffe. Größtenteils im Spiel. Ah, das war nett. Gleich mal ein paar neue Nieten. Ihr Nieten? Nein, es hat natürlich keine Nieten. Cola? Ah, okay. Ich hab's mit knapper Not lebend hier runter geschafft. Aber hier ist es tatsächlich. Rapture. Hierher haben sie mein armes Mädchen verschleppt. Was ich aus dem U-Boot-Haus gesehen habe, liegt das meiste der Stadt in Trümmern. Aber hier und da gab's Lichter. Und Formen, die sich bewegt haben. Ich fasele dummes Zeug. Aus Angst vermutlich. Aber vielleicht, wenn ich diese Dr. Lamb finde, die ich dauernd in den Durchsagen höre,
Vielleicht finde ich dann auch Cindy. Hm. Cindy? Vielleicht eine Nebenmission irgendwann? Oh! Hä? Ach, das war das, die Dose da, oder? Die hat so einen Lärm gemacht. Bester Gin? Ach, guck mal an. Oh, mehr Penner, Mann. Ich bin Big Daddy, Mann! Komm her! Ja, oh Mann! Oh ja! Tja. Der hat eine Pistole fallen lassen. Kann ich die gar nicht verwenden? Irgendwo müsste doch hier liegen, oder? Hm. Ich sehe sie nicht. Wieder ein Rapture. Ich habe nicht gedacht, dass ich so schnell wieder hier bin. Oder hier sein werde. Wellnessstation. Gratis Verbandskästen. Oder Verbandskasten. Weg mit dem Scheißer. So. Oh! Da geht's nicht automatisch an, das war ich nicht. Du Scheiße, Mann! Oh nein! Oh fuck, Mann! Woo! Die Schlampe ist ganz schön drauf, Mann! Alter! Können wir die auch besiegen? Die wird ganz schön mächtig, Alter. Wow, ich habe kein Medikit mehr. Ja, lol, die hat uns jetzt fast gekillt. Guck mal. Oh. Schnell was essen. Hier spricht Dr. Sophia Lam. Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denkt daran. Big Sister achtet auf Little Sister. Stört ihr die Arbeit einer Little Sister, wird Big Sister euch. Aha. Das ist also so eine Big Sister oder was? Holy fuck, Mann. Ich glaube, ich habe mich auch gerade ein bisschen dumm angestellt. In dem Kampf. Höchstwahrscheinlich. Aber die war irgendwie nicht tötbar. Habt ihr das gesehen? Irgendwie. Also, die hat ganz wenig verloren nur. Sound ist schon wieder herrlich, oder? Hört euch das mal an. Pass auf. Was das gleich für ein Echo wirft. Sau cool. Dosenfutter. Für die Dose im wahrsten Sinne. Weg, ihr Scheiße. Hier weg. So. Diane hat darauf bestanden, dass wir das Wochenende im Adonis verbringen. Aber schon sehne ich mich nach einer Auszeit, von dieser Auszeit. Wenn sie mich tadelt, weil ich zu viel arbeite, zerfließen ihre Worte für mich zu einem endlosen, tierischen Gemecker. Ich habe Rapture gegründet, weil es frei sein soll von Gesetzen, frei von Gott. Weil ich unter Menschen leben will, für die die Arbeit ihren Lohn in sich trägt. Trotzdem, wenn Diane davon redet, ein Kind von mir zu kriegen, dann halte ich inne. Ich hatte bislang nie über mein Vermächtnis nachgedacht. Vielleicht im neuen Jahr. Der Ryan. Der wird darüber nicht mehr nachdenken. Also vorausgesetzt, das stimmt irgendwie chronologisch. Also ich weiß ja nicht, inwiefern jetzt das... Da müsste ich echt überlegen,
Wann hat denn, in welchem Jahr hat denn der erste Teil gespielt, wo ich da durch Rapture durchgewandert bin? Dementsprechend wäre er jetzt schon tot, oder? 68? Ich glaube, das war nicht 68, es war früher, als ich das gespielt habe, im ersten Teil. Oh, was für ein Lärm! Und dementsprechend müsste der jetzt schon tot sein und dementsprechend kann er dann auch nicht mehr nachdenken. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. So, da geht's weiter, da die Big Sister hin ist. Das heißt, wir gehen hier erstmal nach oben und schauen, ob sie hier noch was Lustiges finden lässt. Aber das sieht nicht danach aus, weil die Treppe wurde hier offensichtlich zerstört. Weg mit dem Scheiß hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie gewohnt werdet ihr natürlich jetzt im ersten Part, wird natürlich etwas länger gehen. Der erste Part wird etwas länger gehen. Oh. Okay, die haben wir doch keine Chance. Als unerfahrener Big Daddy. Auf jeden Fall scheint die aus irgendeinem Grund von mir zu flüchten. Ich weiß gar nicht warum. Die können mich doch locker platt machen. Habt ihr gesehen? Kurz bevor ich tot war, hat sie einfach einmal aufgehört und ist abgehauen. Okay. Was ist da? Wir werden im kalten Bauch des Ozeans wiedergeboren. We will be in the warmth of the ocean. We'll be reborn in the warmth of the ocean. Wahrscheinlich spreche ich das Womp falsch aus. Ich glaube, das B spricht man gar nicht so mit. Jede Woche Damenabend. Werbung für Mermaid Bar oder Mermaid Bar. Ach ja, Meerjungfrau, ne? Mermaid, ist ja klar. Oh. Hier müssen wir runter und dann geht die Hölle wahrscheinlich weiter. Oh Gott, oh Gott. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Okay, wir können uns hier vorwärts bewegen. Okay. Holy fuck, Mann. Aber geil, oder? Geil ist es schon. Hört euch die Musik an. Ich bin jetzt mal einen Moment ruhig. Diesem Anzug kann dir selbst der Ozean nichts anhaben. So weit, so gut. Aber Rapture hat schon viele große Männer das Leben gekostet. Alleine kommst du nicht weit. Du kannst es noch zur Bahnstation schaffen. Suche mich dort. Okay, Tagebuch. Letzter Eintrag. Lissy und ich, wir haben eine Tauchkugel gefunden und wir fahren heim. Wir haben das Bleisen sein lassen und das wird sich jetzt auszahlen. Ist es nicht so, Baby? Nächste Station, Erdoberfläche. Ich liebe dich. Du hast uns gerettet, Sammy. Nur du allein, Liebling. Sophia Lärm kann uns nicht hier festhalten. Sie wird uns doch... Was war das? Oh Gott, sie hat uns entdeckt. Das ist Lamp. Torpedo! Ich werde versuchen...
Okay. So viel zum Thema Lamp. Die scheint wohl keine freundliche Zeitgenossin zu sein. Das scheint wohl. Sie scheint wohl der Tenenbaum-Ersatz zu sein. Treibstoff. Haben wir scheinbar noch genug. Ich will mich ein bisschen. Also. Blöd, dass ich es jetzt schon wieder sagen muss, aber ich fühle mich so ein bisschen verwirrt. Also einerseits bin ich beeindruckt so ein bisschen von diesem, von diesen Momenten, die gerade, also die von diesen Geschehnissen, die gerade passiert sind. Andererseits bin ich beunruhigt, wohin das Ganze jetzt führen wird. Mich als Big Daddy, werde ich das Richtige tun oder werde ich wieder nur ausgenutzt? Werbung für Mealtime, Tiefkühlgerichte. Willkommen in Rapture, der schönsten Stadt der Welt. Das darf ich mal bezweifeln. Aber das bringt nichts. Das Ding zieht wohl Luft. Das zieht, sprudelt doch Luft aus, oder? Sieht dann noch aus, deswegen dachte ich, das kann uns vielleicht nach oben bringen, aber dem ist leider nicht so. Ah, ist schon cool, oder? Ah, was haltet ihr davon? Schreibt es mir bitte. Wie haltet ihr die Stimmung hier gerade? Ich finde das gerade so cool irgendwie. Wie würde jemand anderes sagen, den ich kenne? Das flasht mich gerade total! Die Soundkulisse, wie stark die verbessert wurde. Ich finde, das hört sich deutlich besser an als wie noch im ersten Teil. Erster Teil war schon gut, was Sound betrifft, aber der zweite Teil setzt dem nochmal, legt dem nochmal eine Schippe drauf, finde ich. Luftschleusensteuerung. Ach, du kommst zu mir, wie die Kinder gesagt haben. Komm hoch zur Bahnstation. Ich bin im Ticketschalter. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir alles, was ich weiß. Unser neues Ziel, gehe zu Birgit. Birgit heißt sie, glaube ich, ne? Birgit Tenenbaum. Eine russisch-deutsche Herkunft hat sie wohl, wie wir im ersten Teil, wie wir vom ersten Teil noch wissen. Aber das werden wir noch herausfinden. Sie wird es uns bestimmt noch mal sagen oder wir werden noch mal Informationen darüber erhalten, nehme ich mal an. Ich weiß noch nicht mehr genau. Ansonsten werde ich euch da noch ein bisschen drüber aufklären, wer den ersten Teil nicht kennt. Ansonsten könnt ihr euch gerne mal in meiner Playlist zu Bioshock 1 austoben, wenn ihr euch da vorher noch mal informieren wollt drüber zum zweiten Teil. Und ansonsten würde ich sagen, wir beenden den Part mal hier. Wir sind jetzt bei 39 Minuten angelangt. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen und es macht Lust auf mehr. Es ist immerhin Bioshock und Bioshock 2 und
bald, wenn wir Bioshock 2 abgeschlossen haben, wird der große Knaller kommen. Bioshock Infinite. Aber erstmal müssen wir dieses Abenteuer überstehen und ja, hinterlasst mir eure Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann hört man sich im nächsten Part wieder von Bioshock 2. Ich verabschiede mich und sage bis dann, bye bye und tschüss.